Das könnte jetzt hier ein... Jawohl, ein wichtiger Flankenangriff gewesen sein. Erstmal hier weg. So. Allen in den Rücken. Wie sieht's hier aus? Haben wir eine 56% Chance und hier eine 61. Ich nehme die 61. Schade. Hat ihr auf mehr gehofft? Hatte auf deutlich mehr gehofft, aber man kann sich ja nicht immer aussuchen, ne? Lauft einfach weiter. Keine Ahnung, was mit denen hier ist. Ich gehe mal dahin. Ungeil. Aber wenn die tatsächlich angreifen, müssen sie auf das ungute Terrain. Oh, scheiße. Die sind jetzt eben Arsch mit der Kavallerie hinter sich. Mhm. Da komm, schleudern wir. Jetzt nochmal auf die hier. Eigentlich hätte ich auf die schleudern müssen. Die jetzt hier die Kataphrakte umzingeln. Also wie gesagt, die Kataphrakte halten eine Weile durch, aber die werden nicht lange durchhalten. Sei denn, sie gewinnen das jetzt hier. Jetzt eine gegnerische Einheit in die Flucht schlagen hier wäre natürlich moralisch für den Gegner ein Desaster. Jawohl. Geschwächt. Das ist super. Jetzt standhalten ist jetzt natürlich wieder gar nicht so super. Zermürbt. Komm, 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 komm. Panik, jawoll. Und auf einmal ist wieder ausgeglichen. Flankenangriff. Ah, scheiße, standgehalten. Aber hier kann ich leider nicht. Ich kann hier mal werfen. Ja, die sind selber zu angeschlagen, als dass sie freiwillig in den Nahkampf gehen würden. Weiterwerfen. Eigentlich, die sind in greifbarer Nähe zur Zwangspanik, die Typen hier. Mhm. Einfach mal schön immer wieder traktieren. Leider gewinnen wir diese Dinger nicht, aber wir machen ihnen Schaden. Mehr kann man nicht hoffen. Das ist halt der Tropfen auf den heißen Stein, der berühmte, ne? Mhm. Hehehe. Mehr als ausrichten ist nicht drin. Ich könnte jetzt tatsächlich in den Rücken angreifen. Jawohl! Das hat sie zermürbt. Mehr kann ich nicht machen, wieder mal. Es ist so dermaßen auf Messers Schneide, dass ich keine Aussage mehr wage, wie das hier ausgeht. Wow.
halten den Flankenangriff aus. Die halten den Stand. Jetzt wirft der Gegner wirklich alles in den Nahkampf. Oder fast alles. Wir dürfen immerhin nochmal. 28%. Wie sieht's hier aus? 10%. Scheiß drauf! Wir haben auf jeden Fall den Nahkampf gewonnen. Hier nicht im Sinn jetzt mit ihnen im Nahkampf. Den hier kämpfe ich noch nicht. Den hier würde ich gar nicht. Oh Gott, nur noch 4%. Das war auch schon mal besser. Eindrehen. Oh, fuck, ey. Aber wir halten den Nahkampf aus. Die Kataphrakte, die werden bald, ja, Zwangspanik haben. Und wenn das passiert, war es das halt. So, ein kurzer Moment der Hoffnung keimte auf. Aber auch eben nur ein kurzer. Nirgendwo angreifen. Wie bitter ist das denn? Ah, Scheiße. Die könnte ich jetzt angreifen für 9%. Panik! Oh ja. Leider nicht mehr. Wir sind immer noch 9% im, hinten dran. Ja, wenn wir da jetzt gewonnen hätten, vielleicht, aber auch nur vielleicht. Ja, die zermürben sich jetzt. Die sammeln sich, ey, da versammelt sich der Gegner. Ja, damit ist es vorbei. Das hat unseren gesamten Fortschritt hier, den wir kurzzeitig mal erringen konnten, völlig zunichte gemacht. Ich wüsste jetzt gar nicht mal mehr, wo ich jetzt überhaupt noch ansetzen sollte. Das ist das Problem. Im Grunde reicht eine Einheit, die jetzt fliegt, und dann ist es vorbei. Wenn die Kataphrakte zum Lob sind. Ich habe schon damit gerechnet, dass sie jetzt eigentlich fliehen. Panik. Ja, da haben wir die 60% und ich glaube, das war's dadurch. Ja, das war's. Wie gesagt, 60% ist die Siegbildung. Ja, scheiße. Wir haben verloren. Mein Herr, es lässt sich nicht verleugnen, das ist eine Niederlage. Was sagt das Spiel jetzt dazu? Die Feinde hatten auch, oh, ganz im Ernst, die Feinde hatten auch mehr als doppelt so viel als wir. Und das auch noch auf besserem Boden. Wie sollst du das machen? Es ist ihnen nicht gelungen, die Siegbedingungen für das vorherige Kapitel der Kampagne zu erfüllen. Melanthios, Sohn von wurde leicht verletzt, hat das Kommando aber wieder übernommen. Alkaios, Sohn von Gennadios, wurde getötet. Die Kappadokier-Armee verlor 4200 Soldaten.
Kyaxares, Sohn von Varadates, wurde leicht verletzt. Hat das Kommando aber wieder übernommen. Was kann ich jetzt hier machen? Feldarmee anzeigen. Also wir verlieren dadurch halt auch wirklich hart Leute, ey. Das heißt aber, ich muss im Grunde wiederholen. Oh, nice. Wollen Sie das letzte Kapitel? Weil ich kann ja nichts anderes machen. Ja. Ich muss das alles nochmal neu machen. Ah, ich muss alles nochmal neu machen. Okay, also in diesem Fall würde ich natürlich schon ganz, ganz gerne meine Wurfspielschützen mitnehmen, weil ich glaube, die bringen mir hier einfach deutlich mehr. Was mich mal auf den Standpunkt... Also meine Kavallerie werde ich jetzt tendenziell hier eher mal nicht brauchen. In die Garnison. In die Garnison. Wie viel muss ich denn da rein tun? Die gepanzerten Lanzenreiter sind... Die waren da alle ziemlich überflüssig. Die Kataphrakte, die kann man wahrscheinlich brauchen. Okay. Also wir haben gelernt und werden das jetzt hier versuchen. So, jetzt haben wir hier 134 Punkte mal frei. Östliche Schleuderschützen, schön und gut. Leichte Wurfspießschützen. Nee. Wurfspießschützen, die will ich mitnehmen. Östliche Bogenschützen will ich mitnehmen. Thraker will ich mitnehmen. Falksträger kann ich nicht mitnehmen. Ich möchte die Falksträger mitnehmen, oder? Oder vielleicht die nachgeahmten Legionäre? Heerhaufen? Hier kann ich noch Spießverlangen mitnehmen. ...20 Punkte übrig. 62 sind es jetzt. Also der Sichelwagen war, wie gesagt, eine herbe Enttäuschung. Ich verzichte auf die Spießverlangen. Ich habe jetzt hier 86 Punkte. Nehme ich stattdessen hier lieber Thraker und die hier noch mit. So. Annehmen. Puh. Was? Also das Schlachtfeld scheint ja jedes Mal random zu sein, oder? Das Schlachtfeld ist ja komplett randomisiert. Das ist nicht dasselbe Schlachtfeld, aber sowas von gar nicht. Kataphrakt auf die Flanke. Gepanzerte Lanzenreiter hierhin, die anderen iranischen gepanzerten Lanzenreiter hierhin. Ich weiß, das ist meine Generalseinheit, das ist mir egal. Ihr kommt noch dahin. Die Thraker kommen dahin. Wurfspießschützen noch dahin. Und ihr noch dahin. Wobei ich euch dann doch noch mit denen hier gerne austauschen möchte. Was soll denn der Scheiß? So, ihr bleibt hier. Ja, komm, ich mach's doch so. So. Hier hin und her geklickt. Die Fernkämpfer, die dürfen da sein, wo sie sind. Passt. Es scheint eine viel intelligentere Karte jetzt für mich zu sein. Also wir haben tatsächlich sogar, was die Map angeht, in der... oh Gott. Da kommt jetzt jede Menge böse Kavallerie. Die Position hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Lassen wir sie mal kommen. Ja, wir lassen sie kommen. Spricht rein gar nichts dagegen.
Hier ist wenig Platz zum Tanzen. Das muss ich jeden Einzelnen drehen. Ja, weil ich wahrscheinlich... Keine Ahnung, warum ich jetzt hier keine Formationsdrehung machen konnte. Weil ich kann ja jeden Einzelnen... Ach, Mann! Wenn man sich verklickt, ey. Du klickst drauf, denkst, du hast ihn angewählt. Nein, ist es nicht. Die Kataphrakte sind jetzt komischerweise hier. Ja, weil die zu dieser Truppe gehören. Formationskampf. Die kommen aber weit vor. Die wollen es wissen. Aber die wollen es richtig hart wissen. Und da kommen die ersten Schüsse. Und mehr können sie nicht tun. Gut. Das heißt, wir nehmen jetzt hier erstmal jemanden unter Sperrfeuer. Die müssen vorlaufen. Toll. Zum Glück haben wir einheitliche Einheiten. Das macht uns das Leben ja so viel leichter. Dass sie so gut standhalten. Die sind mir viel zu mutig. Finde ich nie gut. So, apropos viel zu mutig. Komm, wir bleiben einfach hier so stehen und schießen jetzt auf die hier. Die werden leider wahrscheinlich nicht weglaufen. Ah, doch, sie sind leicht geschwächt. Gut, weglaufen tun sie nicht, aber sie sind geschwächt. Auf Spießeinheiten, okay. Was? Das ging schnell. Überraschend schnell. So, und was mache ich mit euch? Ein Feld vorgehen. Er geht nicht. Tap. Also wie gesagt, ich glaube es inzwischen, dass ich die Kataphrakte eher auf der rechten Flanke brauche. Gegner ist dran. Die Kataphrakte brauche ich eher auf der rechten Flanke, weil da hat es auch noch die andere Kavallerie. Und auf der linken Flanke sind sie völlig verloren wegen dem Terrain. Jede Menge von diesen Wurfspieß-Heinis. Also wahrscheinlich wären es hier dann doch die Phalanx-Einheiten dann doch ganz sinnvoll gewesen, aber man kriegt nicht immer, was man will. Okay, hier kann ich jetzt easygoing dann nachher die eine Kavallerie angreifen. Nahkampf, nicht so toll. Nahkampf. Kein Nahkampf. So, die sind jetzt erstmal hier außen rum. Ihr lauft da weiter. Und hier kann ich jetzt das hier machen. Die können nämlich nicht ausweichen. Die sind jetzt in den Nahkampf gezwungen. So viel dazu.
durfte sie wahrscheinlich sogar auslöschen. Nee, die halten stand. Gebt zu, dass es mich überrascht. Dafür sind jetzt die hier zermürbt.